Ja, guten Tag, Herr Becker. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich möchte gleich so einsteigen und fragen, haben Sie ein Lieblingsbuch? Ja, ein Lieblingsbuch habe ich auf jeden Fall. Das ist das berühmte Xerox-Buch von 1968. Dieses berühmte Xerox-Buch habe ich früh gesehen und auch schnell gekauft, weil ich einfach merkte, das interessiert mich. Ich kann ein bisschen was über dieses Buch erzählen. Ich hebe es mal hoch, da ist eigentlich gar nicht so viel zu sehen, sondern es ist ein Kopienbuch, so sieht es eigentlich aus. Auf dem Rücken sind die beteiligten Künstler, Karl André, Robert Barry, Douglas Hübler, dann Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Robert Morris und Lawrence Weiner. Diese sieben Künstler sind von dem Seth Siegelhaupt, der dieses Buch rausgebracht hat, der ganz entscheidende Projekte gemacht hat. Ich glaube, 20, 21 Projekte in der Zeit von 68 so bis 71. Ein junger Mann damals, der Klempner war, der ja, interessant fand, was diese Leute machten, und hat diese Künstler beauftragt: Macht mal, nehmt euch mal 25 Seiten vor und bearbeitet die mit dem, was für euch wichtig ist. Und dann ist da sowas bei rausgekommen. Hier sehen wir Sol Lewitt üppig. Hier sehen wir Sätze von Douglas Hübler oder von Lawrence Weiner. Also es sind eigentlich verhältnismäßig nüchterne Dinge. Das hier ist sicherlich Karl André mit diesen Platten. Dieses Buch ist für mich ganz entscheidend, weil ich eigentlich glaube, es bietet oder birgt in sich so viele Möglichkeiten oder zeigt schon so vieles auf. Der Seth Siegelhaupt hat mal gesagt, man braucht eigentlich keinen Galerieraum für Ideen, um Ideen auszustellen, sondern da nimmt man sich so ein Buch und lässt die Künstler arbeiten. Ich habe gemerkt, dass es eben ein ganz entscheidendes Buch war, und alle Künstler, die da mitgemacht haben, sind für mich von großem Interesse. Natürlich habe ich in der Folgezeit fast alle Künstlerbücher von Lawrence Weiner zusammengetragen, nicht? Das sind eben, diese Künstlerbücher sind ja nicht von einem guten Layouter mit dem Künstler gemacht, sondern diese Bücher sind von den Künstlern konzipiert, von Anfang bis Ende. Format, Farbe, Inhalte.